Ich denke mal, dann haben wir alles. Dann müssen wir mal weiter nach dahin. Ich will mal sagen, aber dass wir auf dem Weg den Funkturm machen. Ah, nehmen wir doch das Auto. Ist doch weiter, als ich dachte, 400 Meter. Alter, was ballern die denn da rum? Alter, dieses Aussteigen, das dauert ja ewig. Das Aussteigen aus den Autos dauert ja ewig. Also die Animation... Oh, da. Was hat er denn? Ah. Also zwei. Scheiße. Aha, tot. Ich komme hier gar nicht dazu, das zu machen, was ich gerne machen will. Weil ich hier ständig abgelenkt werde, Leute. So, ich wollte diesen scheiß fucking Turm hier hoch. Kommt doch schon wieder ein Auto. So. Die Seite. Es klingt ja sehr vertrauenserweckend. Also ihr wisst, was ich meine. Da geht es nämlich schon los mit meinem Orientierungssinn. Herstellung. Okay, Spritzentasche ist voll. Aber ich glaube, Heilung ist mir wichtiger als im Moment alles andere. Dadurch, dass ich noch nicht so viel Leben habe, kann man dann mittlerweile aber nur was skillen. Fähigkeitspunkte 1 verfügbar. Hüftschütze. Hergestellte Spritzenwerken. Ich hab einen Delfin auf meinem Arm. Ich muss erstmal wieder ein bisschen mit dem First-Person-Gespiele zurechtkommen. Ich habe in letzter Zeit so viel Third-Person-Sachen gespielt.
Krieg so ein bisschen Schwindel, wenn ich mich so schnell drehe. Uiuiui. Sind wir bald da? Ich glaube ja. Nice. Nice, 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 nice. Geil, Stein, Lagerfeuer und eine Tonne. So, Belohnung. Bring jetzt samt der geladenen Messe zum Markierungsfall, bevor die Zeit abläuft. Okay. Okay. Achso, das sind. Ah, ich bin auch bescheuert. Ich dachte, das wäre schon Ziel gewesen. Nein, nein, nein. Oh! Ja, ich möchte es nochmal probieren. Ich bin auch bescheuert, ey. Also es ist zu schaffen mit der Zeit. Ich dachte, das wäre hier schon die Markierungsfackel. Ich wollte schon sagen, ey, bisschen lame. Bisschen kotzt die Strecke. Bitteschön! 200 Dollar hat's bekommen. Gut. Oh. Mein Freund? Ja. Er sagt, dass ich dein Freund bin. Riecht aber schön nach Blumen. Sind die unter dem Haus? Ne, da ist einer. Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Ja, so negativ kann man das jetzt aber auch nicht sagen, mein Freund. So negativ. Ach, ich hab, ich kann kein Geld mehr aufnehmen. Geil. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Konnte ich eigentlich... Big Punkt. Ah, das funktioniert nicht. Also Navigation wäre echt geil, damit man weiß, wo man langfahren muss. Oh nein. Na komm! Oh,
Okay, ich fahr doch den Weg. Ich dachte, es geht ein bisschen kürzer. Okay, ab hier sollen wir wohl zu Fuß. Wehe, jemand klaut mir meinen Kart. Beziehungsweise mein Dingsbums, ihr wisst, was ich meine. Mein Quad. Ich hätte übrigens auch Bock, ein bisschen mal wieder Assassin's Creed 1 anzufangen und sowas. Also echt ein bisschen mehr die älteren Spiele. Was kostet mich denn eine größere Brieftasche? Schweinsleder. Okay. Gefällt Ihnen was davon? Ich persönlich mag ja die roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen Typ sieht aus wie so ein Zombie, ey. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Oh, Sie... Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Also höflich ist er ja. Kann man nichts sagen. Oh, guck mal, da kann man Drachen fliegen. Geh zu Daisy. Oh, warte mal, ich kann den verkaufen. Achso, die Tasche ist ja voll. Machen wir mal folgendes. Dann machen wir mal... Kaufen wir das. Okay, die Waffe kann nur... Ist ja auch dämlich. So. Ich brauche unbedingt Schweine. Hi Daisy. Oh Gott, du siehst auch ein bisschen fertig aus. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris toxicaria. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Coole Kiste. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Okay. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das ist doch nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Du bist creepy, weißt du das? Pilze in der Tiefe. Der Doktor ist ziemlich creepy. Mal hin.
Da müssen wir hin. Schade, dass ich nur einen Aufsatz an die Waffe dran packen kann. Aber so ein Rotpunkt ist gar nicht so verkehrt. Besser als Magazinerweiterung. Oh, guck mal, ich glaube, das sind Schweine. Im Westen. Kann ich denn jetzt eine Tasche herstellen? Schweinsleder, super. Spritzentaschen, Schweinsleder, Waffengurt, Ziegenfell, Schweinsleder, Schweinsleder. Tapirfell. Es sind also die falschen. Ich brauche also normale Hausschweine. Davon ein paar. Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Dass der nur nachlädt, wenn er still steht, ist auch ein bisschen nervig. Hab ich auch mal Sauerstoffanzeige? Der Kranz. Nice. Der Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Todessprung. Runter? Nice! Wo soll ich denn hin? Erstmal Luft. Dahin. Ich muss mal diese Anzeigen ausstellen, dass ich Nachrichten bekomme, wenn jemand von meinen Freundeslisten was spielt. Das nervt ja. Da hoch müssen wir. Hey. Ich freue mich aber auch schon auf das neue Far Cry. Das war nicht so gut. Pilze. Geiler Trip. Ich persönlich mag ja die Roten. Du bist wach. Vielleicht nicht ganz. Alter! Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden.
Risa, wir sind in Bangkok zusammen und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Alter Schwede. Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Riley ist dein kleiner Bruder. Er sieht zu dir auf. Hey Jay, du kommst doch zu meiner Zeremonie nächsten Monat, oder? Bleib mal hier! Dr. Earnhardt? Hallo? Hey. Wovor hast du denn Angst? Du bist ein echtes Naturtalent. Grant? Pilze. Voll der Psychotrip.